Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch drei Fußballvereine, die früher relativ erfolgreich waren und heute nicht mehr existieren. Nummer 1, FC Gretna. Der Gretna Football Club war ein schottischer Profifußballverein aus der 3000 Einwohner großen Stadt Gretna, das in der Nähe der Grenze zwischen England und Schottland liegt. 2002 wurde der Club in die schottische Football League Wird Division, die vierte schottische Football Liga, aufgenommen. Da aufgrund des faktischen Zusammenschlusses vom FC Clydebank und Airdrie United ein Platz frei geworden war. Nach Platz 6 im ersten Jahr und Platz 3 im zweiten gelang in den folgenden Spielzeiten der Durchmarsch bis in die schottische Premier League, die erste Liga Schottlands. Bereits ein Jahr zuvor gab es sogar ein Debüt im Europapokal, da zuvor sensationell das Finale des Scottish FA Cup erreicht wurde. Dabei konnte Gretna als Drittligist die Vereine FC St. Johnson, FC Clyde, FC St. Mirren und den FC Dundee, vier Vereine aus der zweiten schottischen Liga, ausschalten, ehe das Finale gegen Heath of Middleton nach großem Kampf erst im Elfmeterschießen verloren ging. Im UEFA Cup Qualifikation schaltete Gretna 1:5 und 2:2 bereits im Auftakt am irischen Vertreter Derry City. Aber der Erfolg vom schottischen Dorfclub hielt nicht lange, denn der Investor und Unternehmer Brooks Milson, der Hauptgeldgeber der schwarz-weißen Ambösse, zog aus gesundheitlichen Gründen Geld ab. Wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten wurde Gretna 2007-2008 10 Punkte abgezogen. Nach der Saison beschloss die Scottish Football League, dass Gretna wegen der Insolvenz in die vierte Liga strafversetzt wird. Am 3. Juni 2018 zog der Club die Konsequenzen aus der finanziellen Miserie und trat aus der schottischen Fußballliga SFL aus und wurde am 8. August endgültig aufgelöst. 3 Monate nach der offiziellen Auflösung des Vereins verstarb leider auch der ehemalige Clubbesitzer und Investor Milson. Brooks Milson wurde am Morgen des 3. November 2008 bewusstlos auf seinem Land in seinem Haus im Dorf Leckford in der Nähe von Gretna gefunden. Er wurde in die Cumberland Krankenstation in Carlisle gebracht, wo er einige Stunden nach seiner Ankunft starb. Bereits vor Vereinslösung gründeten Anhänger des Clubs am 2. Juli 2008 einen neuen Verein, Gretna Football Club 2008, der zwar rechtlich keinerlei Verbindung zum ursprünglichen Verein besitzt, sich aber in der Tradition derselben sieht. Aktuell spielt der FC Gretna 2008 unter Trainer Alex Thompson in der fünfthöchsten Spielklasse in Schottland. Nummer 2, Sporting Lokeren. Der KSC Lokeren Ostflandern, im deutschsprachigen Raum allgemein bekannt als Sporting Lokeren, war ein belgischer Profifußballverein aus Lokeren in der Provinz Ostflandern. Der 1923 gegründete Fußballclub wurde 1980-81 belgischer Vizemeister, gewann zweimal den belgischen Pokal und zweimal den belgischen Superpokal. 2014-15 spielte der Club sogar in der UEFA Europa League und wurde nur Gruppendritter. Das beste europäische Ergebnis war nicht die Qualifikation 2014-15 der Europa League, sondern das Erreichen des Viertelfinals des UEFA-Pokals 1980-1981. Im Jahr 2018 stieg allerdings der KC Lokeren als Tabellenletzter in die zweite belgische Liga ab. Von da aus geht es bergab. Am 20. April 2020 wurde der Verein in der Saison 2019-2020 für bankrott erklärt. Lokeren hat ausstehende Schulden in Höhe von 5 Millionen Euro und konnte seine Mitarbeiter und Spieler nicht mehr bezahlen. Im April wurde der Verein offiziell aufgelöst. Nummer 3, Kuban Krasnodar. Der FC Kuban ist ein 1928 gegründeter russischer Fußballverein, der zu den ältesten russischen Fußballvereinen in Russland gehört. In der Saison 2012-2013 wurde der FC Kuban Fünfter in der russischen Premier League und kommt somit in den Europa League Qualifikationsrunden. Nach Erfolgen in der dritten Quali-Runde gegen den FC Motherwell sowie in der Playoff-Runde gegen Feyenoord Rotterdam schaltete das Team erst in der Gruppenphase des Wettbewerbs. In der Gruppe A belegte Kuban Krasnodar den 3. Tabellenplatz, hinter FC Valencia, hinter Swansea City und vor den FC St. Gallen.
2015 stand Kuban Krasnodar sogar im Finale des russischen nationalen Fußballpokals, das leider mit 3:1 nach der Verlängerung gegen den Hauptstadtclub Lokomotive Moskau am 21. Mai verloren ging. 2016 musste der Verein Kuban nach dem verlorenen Relegationsspiel gegen FK Tom-Tomsk nach 5 Spielzeiten wieder zurück in die Zweitklassigkeit. Nach ein paar Jahren in der Bedeutungslosigkeit meldete der Verein Insolvenz an und wurde am 17. Mai 2018 offiziell aufgelöst. Ja, das war's mit dem Video. Welchen Verein hat euch am meisten überrascht? Welchen Verein kanntet ihr noch nicht? Und welchen Verein bleibt euch hier am meisten im Gedächtnis, die ich das nächste Mal auch mal behandeln sollte? Ja, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und ciao.